wie war das für euch gewesen? Weil ihr merkt ja selber auch, wir sind einfach beide super. Ja, ich habe mega super die Gesang gefunden. Also ich war selber recht rein und ich habe mega gut den Nicole auch gespürt. Ich habe mega, also trotzdem überall ist das mega schön, auf der Bühne mit ihr zu singen. Das hat man definitiv gespürt. Du bist sehr emotional gewesen. Ich hatte das Gefühl, als ich dir zugeschaut habe, von Anfang an, du bist irgendwie extrem, extrem ja, dabei gewesen, gefühlvoll. Ja, also es liegt einfach so textlich, es liegt sehr näher für mich auf etwas von meiner Vergangenheit. Und darum konnte ich das ganz gut die ganze Zeit wiederholen. Aber heute hat es mich ein bisschen vielleicht überholt. Also es ist schön, wenn du das holen kannst und nicht, wenn das dich überholt. Also ich habe das Gefühl, ich kann nicht besser machen, als mich voll von dem Publikum von 400 Leuten, die ich überhaupt nicht kenne, mich veröffentlichen. Ich habe mich voll einfach nachts auf der Bühne gelassen. Und das ist auch ein rarer Moment als Sängerin, dass mir Leute so wirklich näher, dass sie dürfen so näher kommen. Ich gehe mit der Nicole. Da steht man nebendran und irgendwie will man sich freuen. Und trotzdem, es ist so schwierig, oder? Weil man hätte eigentlich gerade so in einer anderen Position stehen, weil das so nah war bei euch. Wie hast du dich gefühlt? Das habe ich gewusst, dass es so wird sein. Und irgendwie auch mit beiden Situationen gerechnet, ehrlich gesagt. Und ich hätte den Brandy mega gönnt. Und ich hätte, es wäre absolut eine richtige Entscheidung, mit ihr weiterzugehen. Weil sie hat einfach eine grossartige Stimme und sie füllt den Raum, wie das ganz, ganz wenige Sängerinnen machen. Und darum ist auf jeden Fall und ganz sicher ein riesen Verlust für The Voice of Switzerland, ja. Dass sie uns nicht mehr beschallt, sozusagen. Ja. Das Stress hat gesagt, er sei bei der Probe zu dir gekommen, nach der Probe zu dir gekommen und hat dir gesagt, es ist gut gewesen, aber du kannst das besser. Hat dich das in dem Moment verunsichert oder hat dir das nochmal den nötigen Kick gegeben für heute Abend? Weil es kann ja sein, dass Kritik einem eher verunsichert. Nein. Hat wahrscheinlich schon den Kick gegeben. Ja. Es gibt zumindest einem noch mal zu denken, dass man noch nicht am Ende angekommen ist und dass es noch mehr Ausgraben gibt. Es ist einfach schwierig. Man hat ja immer das Gefühl, man legt alles auf den Tisch. Es ist ja nicht so, dass ich dann denke, Probe, jetzt halte ich mich ein bisschen zurück und wenn es dann ernst gilt, dann packe ich dann den Rucksack auf. So, das ist es überhaupt nicht. Ich glaube, es ist, gibt immer einen Unterschied zwischen, und bei mir sicher, zwischen auf einer Bühne schon mit Publikum, wo irgendwie die ganze Saal so füllt mit ihrer Präsenz. Und dann so einem stillen Moment, es gibt so eine Spannung. Ich kann es nicht sagen, ehrlich gesagt, was es ist. Auf jeden Fall, ja, ich hatte einfach Schwein, dass es heute gelangt hat.